Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Step by Step. Und wir machen da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich beim Kaffee. Nein, alles gut, natürlich nicht. Wir reden heute nicht nochmal darüber. Aber heute geht es um den Flur. Aber da wird nicht sehr viel passieren. Es ist einfach ein ganz normaler Flur mit ein paar Sitzgelegenheiten. Denn wenn du nicht weißt, was du in den Flur machen sollst, dann machst du einfach Bänke rein. So einfach ist es. Und ansonsten kümmern wir uns heute um Edens Zimmer und nein, wir stellen es nicht direkt fertig, sondern so fast, also ja, heute wird Edens Zimmer fast fertiggestellt. Ich muss dazu aber sagen, dass das nicht mein Favorit ist. Ich habe irgendwie ein kleines Problem, was das Zimmer angeht. Ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll, aber es ist so, dass es mir nicht zu 100% gefällt. Dementsprechend, wenn ihr Ideen habt, in die Kommentare damit. Beziehungsweise wartet damit vielleicht einfach am besten bis zur nächsten Folge, also am Dienstag, weil da stellen wir es fertig und ich denke halt einfach, es ist irgendwie so, für mich persönlich ist es einfach ein bisschen zu unspektakulär. Ich weiß nur leider nicht, wie ich es spektakulärer gestalten soll. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber ansonsten sei es gut. Nee, aber schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr dann Anregungen habt. Vielleicht wartet ihr einfach bis zur nächsten Folge damit, weil dann sind wir damit auch wirklich fertig und dann schauen wir mal. Aber wir sind ja gerade eh noch beim Flur. Und es sind tatsächlich auch nicht mehr so viele Räume hier. Wie gesagt, noch der Flur und ins Zimmer und dann nur noch das Räumchen dort daneben. Das habe ich irgendwie letztes Mal schon angefangen, aber ich habe die Videodaten wieder gelöscht, weil mir der Raum wirklich gar nicht gefallen hat. Und wenn ich gar nicht sage, meine ich auch gar nicht. Ich hatte mich eigentlich vor, den so ein bisschen schwarz-rot zu machen, aber das sah ganz, ganz blöd aus. Also ich werde mir dann nächste Folge, also die nächsten Folgen, die nächsten zwei schätze ich, dann auch einiges überlegen müssen, was das angeht. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das machen wollen. Ich bin sehr gespannt. So. Was ich aber jetzt noch auf jeden Fall sagen muss, ist halt einfach, dass der Außenbereich, den müssen wir auch noch machen. Ich habe immer noch keinen richtigen Plan, wie und wie viel ich da reinmachen möchte, ob ich überhaupt eine richtige Partyterrasse möchte oder ob ich einfach sage, jo, es reicht mir hier so ein bisschen so Whirlpool und so. Werden wir sehen, werden wir in der nächsten Folge alles, also in den nächsten Folgen alles rausfinden. Und dann ist es ja eigentlich nur noch das Stockwerk darüber, also quasi der Flur und Prestons Bad und eventuell Prestons Zimmer, wo ich nochmal über die Farben gehen wollte. Und ansonsten sind wir dann eigentlich durch. Also ich schätze Folge 85 oder so ist es finito. Ich will mich wieder nicht final darauf festlegen, weil ihr kennt das Spiel, ne? Also ich sag dann immer, oh ja, bis dahin und dann nö. Ich schätze einfach mal, dass Folge 85 ungefähr so das Ende wird. Was ein bisschen schade, also wobei, vielleicht noch danach diese Feinschliff-Folgen, wo wir überall Lichtschalter einfügen und über die Aufzüge nochmal drüber gehen und bla und bi und blub. Aber an sich, ich glaube, wir werden die Folge 100 nicht erleben. Und das ist ein bisschen schade, aber auch ein bisschen toll. Weil, ja, so langsam, es ist ein sehr, sehr großes Haus und so langsam denkt man sich auch so, langsam könnte es enden. Nicht, weil man irgendwie keine Lust mehr hat, aber irgendwie doch schon, wenn man das mal so sagen kann. So, jedenfalls hier noch meine üblichen Lichter, die ich immer verwende, immer und überall wirklich habe ich jetzt diese Dinger da benutzt. Da müsste ich dann auch nochmal beim Finalen drüber gehen, nochmal gucken, ob die wirklich überall sind. Nicht, dass wir eine komische Plattform vergessen haben und dann sieht es ganz awkward aus, weil da eben nicht das Licht ist. Und ansonsten, Licht. Licht ist wichtig. Man muss ja auch sehen, dass da Treppen sind, ne? Wenn man dann nicht das sieht, dann stolpert man vielleicht und bricht sich das Genick. Und das wäre natürlich eher unschön. Also, wahrscheinlich würde es jetzt soweit nicht unbedingt kommen, aber wer weiß. Man bricht sich dann einfach beim Treppenlaufen das Genick. Das wäre natürlich wirklich sehr unschön. So, wobei, wir haben ja eigentlich so ein Betriebsarzt hier quasi, der dann immer direkt kommt, das ist so einen persönlichen, privaten Hausarzt, der richtet das schon wieder einmal knickknack und dann ist es wieder eingerichtet und dann ist gut. Wenn es so einfach wäre, dann wäre das schön. So, natürlich machen wir hier auch noch die wunderbaren Teppiche hin. Wer hätte es anders gedacht, das ist natürlich ganz, ganz logisch, dass man da noch Teppiche hin macht. Und ansonsten, wie gesagt, ist das ein sehr, 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 sehr schlichtes Flürchen. Ein sehr schlichter Flur,
der isst wirklich nicht viel quasi, was man jetzt hier irgendwie macht. Aber das ist halt einfach auch so, was willst du in diesen schmalen, langen Flur eigentlich noch reinstellen, außer eine Sitzgelegenheit, ein bisschen Dekoration und ja, das war's dann auch. Mir ist aber aufgefallen, wir haben gar keine Bar hier hinten. Wir haben dort einfach einen fucking Ballsaal, aber keine Bar. Und das regt mich so auf, dass ich schon wieder auf den Tisch schlage, weil das geht natürlich nicht, weißt du? Du hast hier diese schöne Showküche, diese Küche, wo du rausgehst und dir denkst, jo, jetzt hier erstmal so, keine Ahnung, jetzt ein Prosecco, aber du hast gar keine Bar. Und das geht natürlich nicht, dass du bis zum Wohnzimmer vorlaufen musst, um zur Bar zu kommen. Also das ist natürlich eine Katastrophe, das geht nicht. Dementsprechend dachte ich mir, okay, dann machst du in diese Küche noch eine Bar. Ich meine, die passt von der Farbe her auch ganz gut rein. Und ja, jetzt haben wir hier auch noch eine Bar drin. Das ist doch wunderbar. irgendwelche Wortwitze kommen immer ganz gut an, habe ich gehört. So, jedenfalls, ne, die Bar, das ist wichtig, dass wir auch in der Küche noch eine haben. Denn dann haben wir das einfach mal noch ein bisschen so ausgeweitet. Und dann haben wir jetzt wirklich viele Bars in diesem Haus. Ich habe noch nie ein Haus mit so vielen Bars irgendwo gesehen, gemacht, irgendwas, auch prozentual. Ja, also ist schon heftig, ne, wie viele Bars in diesem blöden Haus sind. Aber wir haben ja eine Familie voller Suffköppe, dementsprechend ist das in Ordnung. Nein, ich weiß nicht. Also eigentlich sind ja, also für Amerika-Zwecke zumindest und eigentlich auch für Deutschland-Standards, sind die meisten Haushaltsmitglieder hier ja eigentlich zu jung, um zu trinken. Denkst du, ne? Also vor allem für Amerika-Standards fallen ja eigentlich alle außer Nathan und Joan raus und der Butler. Aber ich glaube nicht, dass der Butler sich mal einfach so an der Bar bedient. Also das wäre schon frech. So nach dem Motto so, boah ja, jetzt mal während der Arbeitszeit ein bisschen. Ich glaube, das macht man nicht. Und ja, dementsprechend, ne, ich glaube, das ist so, ne, weil eigentlich darfst du ja nicht. Aber ich glaube, die Nathans, genau, wir nennen die Masters einfach um in die Nathans. Es ist jetzt so seine Crew, weil sie so, Nathan und seine Crew, man nennt sie die Nathans. Nein, ich weiß nicht, also jedenfalls glaube ich, dass wenn Nathan sich da nicht so ganz ans Gesetz hält, dann wäre es fucking egal, weil ich glaube, der kauft sich überall raus. Ich meine, gar kein Problem, so nach dem Motto so, was? Straftat? Wie wär's mit einer Million Dollar? Und dann alle so, pff, okay. Und falls man sich jetzt denkt, oh ja, das System, das funktioniert doch so gar nicht, ja doch, ein bisschen halt leider schon. Das ist, ja, es ist traurig da. Es ist ein wunderschönes Land, aber es gibt so manche Sachen, die sind ein bisschen, also so genau funktioniert es jetzt natürlich nicht, aber es gibt ja dieses auf Kaution rauskommen und so, das ist ganz, ganz komisch. So, jedenfalls ist es egal. Dementsprechend meinte ich gerade, also wenn Eden da jetzt trinkt, ich glaube es, naja, ich glaube es juckt ja sowieso niemanden, wenn du das unter quasi in deinem eigenen Haus machst, also eigentlich darfst du es nicht, aber ganz ehrlich, wie viele amerikanische Teenager machen das? Hallo, habt ihr mal irgend so eine komische Serie gesehen, wo es um amerikanische Teenager gibt? Bitte guckt mal, wie oft die da trinken, ne? Also kein Schwanz hält sich an diese Regeln, sind wir ehrlich. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie ich Nathan einschätzen soll, ob er eher so streng wäre und sagt, nein, du und Alkohol, nein. Und, oder ob er dann so sagt, mach ruhig, juckt nicht. Ich glaube, er wäre, glaube ich, eher der Typ für mach ruhig, juckt nicht. Weil ich glaube, dass Eden auch nicht so der Typ für sich komplett besaufen ist. Ich weiß nicht, die ist halt auch eher so der, oh ja, also lieber Champagner oder so. Und nicht so ein Bier nach dem anderen picheln, wisst ihr. Und ich glaube, dementsprechend ist das für Nathan okay, wenn sie dann irgendwie ein Glas Sekt oder Champagner oder I don't know, was es alles gibt. Ich kenne mich ja auch nicht so aus. Ich glaube, das, da kommt er schon gut mit klar. Bei dem Au-pair weiß ich nicht. Ich glaube, auch da ist es ihm, naja, wenn es halt mal macht. Ich glaube, die feiern ja auch sehr viele Partys und Familienfeiern und whatever. Und wenn es da einen Sekt gibt, glaube ich nicht. Also dann glaube ich, dass Nathan der Letzte ist, der sagt, nein, stopp. Ich glaube, das ist nicht so seins. Aber ich finde ja lustig, diese Mentalität der Amerikaner. Also es gibt einige Leute, möchte ich jetzt gar nicht sagen, die finden das genauso dämlich, dass du erst mit 21 Bier trinken kannst und so. Aber meine Gastmutter damals, da hatte ich nämlich ganz lustige Gespräche mal. Und ich habe sie, wir haben so ein bisschen darüber diskutiert, wie das so in Amerika läuft und so. Und ich habe das ganz ironisch gefunden, dass du dir
mit 18 eine Waffe kaufen kannst. Ich glaube, in einigen Staaten schon ab 16, aber da möchte ich mich jetzt nicht so verschreien. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob ich das nur gehört habe oder so. Jedenfalls, mit 18 darfst du dir safe eine Waffe kaufen. Du darfst mit 18 safe in die Armee, in den Krieg und so. Aber du darfst kein Bier trinken. Das heißt, du darfst heiraten, aber zu deinem Junggesellenabschied darfst du kein Bier trinken. Per se, wisst ihr, weil es ist halt einfach, vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Es ist, diese Regelung geht ja vor allem für die Öffentlichkeit. Was du privat in deinen vier Wänden machst, juckt meistens eigentlich kein. Aber du darfst nicht zu deinem Junggesellenabschied, wenn du, keine Ahnung, 20 bist, Alkohol trinken. Du darfst es nicht, weil du halt eben nicht 21 bist. Und das ist so ein bisschen so... So, aber noch viel krasser finde ich eben, du darfst dir eine Waffe kaufen. Du darfst in der Armee dienen, du darfst sterben, bevor du Alkohol trinken darfst. Und ich habe mir mal halt gefragt, so, ja... Das ist doch ironisch. Du darfst dir Waffen kaufen, eines der gefährlichsten Dinge, aber du darfst nicht Alkohol trinken. Und ihre Begründung war, und ich glaube, das wird Amerikanern so ganz, ganz gerne eingebläut, ihre Begründung war einfach, ja, Waffen sind ja zur Verteidigung da und Alkohol oder beziehungsweise das Gehirn wächst bis 21 und entwickelt sich, es wächst nicht, aber es entwickelt sich, bis du 21 bist. Und wenn du vorher Alkohol trinkst, könntest du das quasi stören, quasi, ne? Und ich weiß nicht, also dass Waffen nicht nur zur Verteidigung dienen, das sollte ja klar sein, aber das ist halt einfach so eine ganz, ganz merkwürdige Begründung. Und ich meine, klar, auf der einen Seite ergibt das schon Sinn, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr ironisch, was man in dem Land darf und was man eben nicht darf. Aber das ist ja hier in Deutschland auch so mit Marihuana und so. Da ist es ganz, ganz verrückt. Und allgemein sind so viele Sachen so verrückt, dass du dich fragst, warum? Ich habe ja auch in Österreich und ich glaube auch in einigen anderen EU-Ländern ist es ja so, zumindest habe ich das gelesen, dass du, wenn du Drogen nehmen möchtest, also das habe ich gelesen, nicht weil ich das machen wollte, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, sondern... Ich glaube, das habe ich in einem Tomatolix-Video gehört. Wer Tomatolix kennt, der ist so ein bisschen bekannt für ein paar Selbstexperimente, unter anderem auch, wie ist es, MDMA zu nehmen und bla. Also, der hat auch, wie ist es, vegan zu leben. Also, alle möglichen Experimente. Und ich glaube, der hat es erwähnt. Wenn nicht, dann erzähle ich jetzt Mist. Aber ich glaube, es ist eben so, in Österreich hast du so Drogenprüfstellen. Also, wenn du irgendwas nehmen möchtest, kannst du hingehen und sagen, hi, also, hier ist mein MDMA, überprüf das mal. Wie ist das so? Ist das rein oder ist da noch irgendwelche andere Scheiße reingemixt? Und die prüfen das und geben es dir wieder und sagen dann, okay, das und das ist drin. Und in Deutschland ist das nicht so. Und ich finde das so, also ich verstehe sicherlich die Beweggründe von Deutschland, so nach dem Motto, so, wir wollen niemanden unterstützen, Drogen zu nehmen. Die Sache ist, man hält ja die Leute davon nicht ab. Die Leute nehmen es ja trotzdem, nur wissen sie dann eben nicht, was drin ist. Und ich glaube, es hält dich sogar eher davon ab, wenn die Drogenstelle findet, okay, hier sind schädliche Substanzen drin, ich empfehle das nicht zu nehmen, als wenn du strikt direkt sagst, das prüfen wir nicht. Und ich finde das immer so ein bisschen so, das System mit Drogen in Deutschland ist so ein bisschen so ganz merkwürdig. Nicht, dass ich jetzt irgendwas selbst nehme. Ich hätte auch überhaupt keinen Plan, wo ich das herkriegen würde. Gut, ich wohne in Wien wahrscheinlich jetzt nicht im besten Viertel. Ich glaube, hier kriegst du bestimmt um die Ecke irgendwo was. Also so schlimm ist mein Viertel jetzt auch nicht, aber es ist halt eben nicht der nobelerste Bezirk, ne? Aber ich wüsste halt trotzdem einfach nicht wo. Und ja, aber ich weiß halt trotzdem auch in Deutschland, wie viele Leute zum Beispiel Gras nehmen. Zum Beispiel aus unserer Klasse waren das so viele. Das heißt, man kann einfach Leute auch nicht daran hindern, das zu tun. Aber man könnte halt wenigstens ein bisschen genauer prüfen. Ist halt nur meine Meinung. Ist halt, glaube ich, da musst du halt Pro und Contra biegen. Aber ich weiß eben, in Österreich gibt es solche Prüfstellen, in Deutschland irgendwie nicht. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen so, weiß ich nicht, ob das vielleicht das Ziel verfehlt. Ist aber auch egal. Wir sind jetzt hier von Drogen hierher gekommen, weil ich nicht wusste, ob Nathan ihnen Alkohol erlaubt. Ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Überleitung. Ich habe keine Ahnung, wie ich immer diesen Themenfluss hinbekomme. So nach dem Motto so, boah, wir sind jetzt bei meinem Thema und dann landen wir plötzlich bei Drogen. Das ist irgendwie so ein bisschen so, aber Drogen hatten wir doch letzte Folge schon. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwie Gedanken machen, warum ich so oft über Drogen rede. Vielleicht wurde mir irgendwas ins Essen gemischt. Man weiß es nicht. So, nein. Um jetzt mal weiter fortzufahren.
Wisst ihr, da fängt es nämlich schon an. Ich habe nämlich keine anderen Themen mehr. Ich will jetzt schon überlegen, was sagst du jetzt eigentlich, wenn du mit diesem wundervollen Thema Drogen aufhörst. Und da ja, bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Nee, also jedenfalls, na, Amerika, na, du darfst deine Waffe kaufen. Yay, aber du darfst um Gottes Willen kein Bier trinken. Auch wenn deine Eltern dabei sind und es dir erlauben. Du darfst heiraten, aber um Gottes Willen bitte nicht trinken. Ach ja, da wurde jetzt, glaube ich, auch in Texas. Das fand ich ganz toll. In Texas wurde jetzt, glaube ich, die Regelung erlassen, dass man Kinder nicht mehr, also nicht mehr abtreiben darf. Ab der sechsten Woche. Wisst ihr, wir werden hier schon zu einem News-Channel. Ich könnte das auch Taduki Erikas Podcast nennen, weil ich hier immer irgendwelche News erzähle. Das ist ja ganz, ganz wild, sage ich euch. Nein, also jedenfalls wurde da diese Abtreibungsregel erlassen, dass du erst ab 6 Wochen, also nach 6 Wochen nicht mehr abtreiben darfst. Und, also quasi sind das 2 Wochen nach Ausbleiben der Regel. Könnte man so sagen, weil Schwangerschaft wird ja gezählt ab dem Tag der letzten Regelblutung. Na, also. Und das heißt, du darfst 2 Wochen nach der letzten Regel dann nicht mehr abtreiben. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil ehrlich gesagt, du weißt halt manchmal nicht. Manchmal verschiebt sich die Regel ja auch und bla, ne? Kennt man vielleicht. Girls can relate. Yeah, aber jedenfalls gilt das auch für Babys, die durch solche problematischen Themen wie Vergewaltigung oder so entstanden sind. Das heißt, was man damit macht, ist eigentlich Frauen dazu zwingen, ein Kind zu behalten, was sie nicht wollen, das ist schon schlimm genug, aber was auch eventuell durch solche Umstände entstanden ist. Und ja, ich glaube, der Gouverneur hat sich dazu geäußert, ja, dann verhindern wir einfach Vergewaltigungen. Wie genau man das machen möchte, ist egal, aber Hauptsache, die Frauen treiben nicht mehr ab. Das ist ganz wichtig, warum auch immer. Ich bin ja sowieso, eigentlich Abtreibung, was jetzt auch wieder ganz, ganz, ganz wenig komisch klingt. Man sagt, oh ja, hier Abtreibung, toll, so ist es jetzt auch nicht. Aber ich finde ja, dass jede Frau das Recht haben sollte, bis zu einem gewissen Monat, also so wie wir es in Deutschland quasi regeln, abzutreiben. Weil für mich ist halt auch so, klar, es gibt dann Frauen, die nutzen es komplett aus dämlichsten Gründen. Ich kenne die nicht persönlich, aber es gibt Leute, die treiben ab, weil sie das Geschlecht nicht mögen. Und das finde ich auch so, wo ich mir denke, so, bist du Depper? Aber ich persönlich muss sagen, okay, es ist mir lieber, wenn die Frau sagt, okay, ich möchte das Kind nicht, weil es ein Junge ist oder so, als wenn sie das Kind austrägt und dann, naja, das Kind nicht mag und das Kind schlecht behandelt und so. Und machen wir uns nichts vor, sowas gibt es. Es ist eine sehr, sehr schöne Illusion, die bestimmt auch überall, also nicht überall, aber bei manchen Fällen zutrifft, wenn man die Frau dazu zwingt, das Kind zu behalten, dass die Frau das Kind auf die Welt bringt und sich denkt, oh ja, toll, sofort Muttergefühle, ich liebe mein Kind, bla. Gibt es sicherlich, aber machen wir uns nichts vor, das ist nicht die Regel. Das heißt, wenn du eine Frau zwingst, das Kind zu bekommen und mag das Kind nicht, wird es das Kind spüren. Und das ist für mich wirklich ein Grund, wo ich sage, okay, dann wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man das vorher beendet. Wie gesagt, kann auch jeder so sehen, wie er möchte. Was ich halt auch lustig finde, ist halt auch, dass in Amerika ist das ja sehr ganz, ganz groß mit diesen Leuten, die sich dann, also das sind solche Hardcore-Christenspinner, ich weiß nicht, ob es Hardcore-Christenspinner sind, aber es sind irgendwelche wirklich. Ich glaube, die sind sehr, sehr christlich und die vertreten noch ein bisschen die christlichen Werte, die so ein bisschen sehr, sehr alt sind und die mittlerweile so ein bisschen überholt sind. Und die meinen ja, Abtreibung ist Mord, das darfst du nicht machen. Und die stellen sich halt wirklich vor die Kliniken und protestieren da und sprechen die Mädchen an oder die Frauen, die das gerade durchziehen wollen, für die es ja sowieso schon schwer genug ist, ihr Kind wirklich loszulassen. Und ja, und das finde ich halt wirklich, das sind absolute Spinner. Aber ich finde halt lustig, wie die dann meinen, okay, ja, wir begleiten dich, wir sorgen dafür, dass du auf den richtigen Weg findest, wir sorgen dafür, dass du ein Kind bekommst, wir unterstützen dich dabei. Aber sobald das Kind draußen ist, sind die wieder weg. Die unterstützen nicht, dass das Kind dann Geld kostet und Zeit kostet und so. Dann hast du es ja, ne, alles gut, ne, dann tschüss. Das finde ich halt immer so ein bisschen so ironisch, so nach dem Motto, so, er kriegt dein Kind, wir unterstützen dich beim Kriegen des Kindes, aber sobald es da ist, bist du uns völlig egal, weil dann hast du ja bekommen, was wir wollen. Und das finde ich immer so super ironisch. Und wie gesagt, das ist ja einfach so eine absolut persönliche Entscheidung, meiner Meinung nach. Und jetzt so ein Gesetz zu erlassen, das finde ich wirklich, ja, da sind wir wieder beim Thema, ne? Aber zum Glück wohnen die Mars ist ja nicht bei, die, zum Glück wohnen die Mars ist ja nicht in Texas. Das heißt, falls Eden schwanger wird, könnte sie, ne? Obwohl ich ja auch schon mal gesagt habe, und jetzt sind wir wieder zurück bei Sims, es tut mir leid, ich bin schon wieder irgendwie übelst
abgeschwiffen in die Themen der westlichen Welt. Ich weiß nicht. Also irgendwie kommst du, wenn du so viel redest und dann hast du mal das gehört und so, du kommst einfach in so einen richtigen Redefluss und dann bist du bei Themen, die du gar nicht ansprechen wolltest. So, jedenfalls, falls Eden mal schwanger sein wird, und machen wir uns nichts vor, das wird passieren. Null. Nein, ich weiß nicht. Also ich hatte ja mal, ich glaube, habe ich das schon im Let's Play gesagt oder irgendwann anders? Beim Erstellungsvideo kann es sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte ja irgendwann mal die Idee. Und falls ich die noch nicht gesagt habe, dann ist das jetzt vielleicht für euch News. Falls ich es schon mal gesagt habe, dann wisst ihr das ja schon, ist auch egal. Dass Eden eventuell von Kyle schwanger wird. Oder schwanger werden soll. Weil der Typ ja ein bisschen so, ne, das ist dieses Klischee-Ding vom harten Jungen, der einfach keinen Bock auf Verhütung und so hat. Und ich weiß nicht, ob Eden die Pille nimmt. Ich glaube, gegen die Pille wäre Nathan schon. Weil, ne, es ist ein kleines Mädchen, die hat ja keinen Sex. Und dann die ganzen Nebenwirkungen der Pille. Ich glaube, das ist Nathan viel zu ungeheuer, dass er das erlauben würde. Dann lieber Alkohol. Ne, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, jedenfalls war mein Plan, dass Eden halt irgendwann vielleicht schwanger wird und sich Kyle dann deswegen von ihr trennt. Und, weil er möchte kein Kind und so. Und dann ist halt die Frage, doch, das habe ich hier schon mal diskutiert. Ziemlich am Anfang, glaube ich, habe ich das diskutiert, wie ihr das finden würdet, wenn er eben schwanger wird und bla und bi und blub. Und was mich dann halt so quasi beschäftigt, ist die Frage, würde Nathan erlauben, dass er eben das Kind austrägt oder nicht? Weil ich glaube, es wäre schon rufschädigend und wahrscheinlich würde er es eher als sein Kind ausgeben. Aber ich weiß nicht, würde er sie zur Abtreibung zwingen? Das ist so, für mich ist das so ganz... So eine Grauzone, ich weiß halt noch nicht, wie ich Nathan da einschätzen sollte. Ich meine, klar, ich habe diesen Charakter erschaffen. Eigentlich sollte ich ihn gut einschätzen können, aber ich habe ihn so gut erschaffen, dass ich einfach nicht mal selbst hinter die Fassade blicken kann, quasi, wisst ihr? Weil er für mich einfach so, ich habe ihn als sehr ernsten und verschlossenen Menschen eigentlich erschaffen und jetzt weiß ich halt selbst nicht genau, wie ich ihn denken lassen möchte. Falls ihr versteht, was ich meine, wahrscheinlich nicht. Ihr denkt euch jetzt bestimmt so, was? Und das ist auch völlig verständlich, weil ich manchmal wirklich ein bisschen wirr bin. Aber ich weiß halt nicht, wie Nathan da reagieren würde. Aber es wäre halt ultra lustig, wenn ihnen halt einfach auch mal, ne? Wenn das so passieren würde. Wer weiß, was wir da im Let's Play so alles machen und was da alles so passieren wird. Wir werden es erfahren im Let's Play, was hoffentlich bald startet. Jedenfalls habe ich ja dann vor, dass sie sich dann von Kyle trennt, weil Kyle ja jetzt auch nicht so der beste Freund auf Erden ist. Der ist jetzt leider nicht so freundlich. Und dann eventuell mit Max zusammenkommt. Max ist der Bruder, soweit ich mich erinnern kann, von... ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich glaube, das war die... War das die Vampir-Lady? Hatten wir einen Vampir im Let's Play? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben hier so eine... Also bei der Mädels-WG gab es, glaube ich, eine, die war Vampirin und die hatte auch eine Tochter und die Tochter soll dann die Freundin von Preston sein, soweit ich mich erinnern kann. Ich habe die halt leider noch nicht erstellt, nochmal so offscreen, deswegen ist das wirklich die letzte Familie, wo ich mich dran erinnern kann und die ist ja auch als letztes entstanden und dementsprechend ist die so ein bisschen nicht ganz in meinem Gedächtnis. Aber ich glaube, es war die Vampir-Lady, die auch eine Tochter hatte und bei ihr wohnte, glaube ich, ihr Bruder und das war Max. Und ich habe gedacht, so, dass Max zum Anfang eher so ein Kind ist, was Eden mobben würde. Weil Max halt eher so ein... Ja, der ist halt nicht so sehr stark auf sein Aussehen bedacht. Der ist halt eher so ein... Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Nerd bezeichnen, aber das ist halt nicht so ein Athletik-Prolet. Ihr wisst schon, was ich meine. Sondern halt eher jemand, der sich darauf bedenkt, ist das ein Wort, also der eher darauf bedacht ist, so klingt es besser, dass er die Schule gut macht, dass er einen anständigen Beruf bekommt, dass er das was aus ihm wird und nicht so jemand, der sagt, okay, mir ist jetzt gerade das hier und jetzt viel wichtiger und ich muss mich jetzt hier so, ich muss trainieren bis zum geht nicht mehr und so, ebenso wie Kyle eben ist. Und dementsprechend ist er, glaube ich, eigentlich eher anfangs jemand, den Eden eher mobben würde und das wahrscheinlich auch tut. Aber später ist er dann halt einfach, wenn sie sich von Kyle trennt, ist er halt einfach für sie da. Und das finde ich persönlich halt sehr, sehr süß. Und dementsprechend habe ich überlegt, ob ich das so machen möchte, dass wir einfach dann ja, mit Max letztendlich zusammenkommen. Und falls das Kind dann auch tatsächlich
ausgetragen wird, was ich ja auch noch nicht ganz sicher weiß, dass die beiden das dann quasi großziehen und wenn wir dann studieren gehen, denn mein langfristiger Plan ist eigentlich, dass wir das Let's Play irgendwann aufsplitten, sobald Eden und Shirley groß werden. Also zu jungen Erwachsenen werden die ja studieren und die werden jeweils ihre Freunde und Freundinnen quasi mitnehmen. Also sind wir dann, glaube ich, zu... Jetzt muss ich nachzählen. Also wir haben Eden, Shirley, dann jeweils die beiden Freunde des Mentayo und wahrscheinlich Max. Dann haben wir natürlich noch Alice, Shirleys beste Freundin. Da sind wir bei 5. Und Gigi und... Lee. Das heißt, wir wären zu 7. Und ich weiß nicht, ob ich da alle spielen möchte, ob wir in so ein großes, in so ein großes Wohnkomplex ziehen oder ob wir uns irgendwie ein Haus bauen. Oh Gott, nein. Uff. Oh Gott. Also wir werden eine Weile erstmal Teenager bleiben. Ich habe keine Lust, nochmal so ein Riesenhaus zu bauen in nächster Zeit. Oh Gott, nein. Abbruch. Nein, ich dachte mir nur so, ja, wir können das halt irgendwie so ein bisschen so machen, dass wir dann einfach mit allen, entweder mit allen spielen und quasi alle in unser Repertoire mit aufnehmen oder ob wir das dann vielleicht so machen, dass wir halt eben nur einige spielen und die anderen einfach irgendwie mitnehmen als unspielbare Mitbewohner oder weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen. Jedenfalls, wenn wir das splitten, einmal werden wir dann die Studis haben und dann werden wir Nathan haben mit Joan und Preston und die werden hier auch noch mal ein bisschen größer werden. Mal gucken, wie wir das dann machen. Und nachdem die fertig studiert haben, werden wir die auch noch mal splitten. Das heißt, wenn wir dann mit Eden und Shirley fertig mit Studieren sind quasi, werden wir die beiden auch noch mal aufsplitten. Das heißt, wir werden vom Mars Let's Play letztendlich irgendwann mal 3 Unter-Let's Plays haben. Wie wir die dann bringen, weiß ich nicht. Also wie regelmäßig welche Familie dann kommt. Ich schätze, wir haben ja anfangs 3 Folgen die Woche mit den Masters, zumindest ist es so geplant, ungefähr im selben Takt, wie wir das jetzt haben. Und dann splitten wir das, das heißt, wir haben eine Woche 2 von Nathan und eine von Ihnen und dann die nächste Woche 2 von Ihnen und Shirley und so und dann eine von Nathan. Oder wenn ihr sagt, euch interessiert das Eden-Let's Play dann viel, viel mehr, dann gucken wir einfach nur einmal bei Nathan rein die Woche und 2-mal bei Eden eben, wie die studieren und so. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen wirr zu erklären, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und wenn wir das dann einmal komplett aufsplitten, dann ist jeder einmal die Woche dran. Ungefähr so habe ich es jetzt geplant. Ist es auch noch ganz weit in der Zukunft. Wie gesagt, ich wollte nur einfach mal ankündigen, dass wir die Familien irgendwann splitten werden. Also, dass die nicht für immer in diesem Haus wohnen werden. Und ja, das ist so letztendlich erstmal mein Plan. Und das wird sich halt alles ganz normal entwickeln während des Let's Plays. Also, das kann ich jetzt nicht so fest in Stein meißeln. Aber wie gesagt, darauf könnt ihr euch ungefähr für das Let's Play gefasst machen. So, die letzten Minuten laufen. Ich mache ja gerade noch den Schreibtisch rein. In der nächsten Folge geht es weiter mit Edens Zimmer, wie gesagt. Und dann werden wir das hier eigentlich so gut wie fertigstellen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und meine Themen waren nicht wieder zu wild, kann man ja schon fast sagen. Also manchmal bin ich einfach wirklich komplett hin und weg. Also eigentlich eher weg, was Gedanken und so angeht und einfach komplett durch und erzähle irgendwelchen Mist. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge vom Step by Step. Danke fürs Liken, Kommentieren und Anschauen. Und wir sehen uns, wie gesagt, am Dienstag wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao!